hinten. Oh ja, um die Ecke ist auch noch einer. Da nützt auch nichts, dass du flüchten möchtest. Oh, wer greift uns denn hier an? Ein Schattenhund. Den habe ich nicht gesehen. Och, Mensch. Das passiert manchmal, wenn man beim Zaubern ist und dann aus Versehen die Steuerungstaste drückt. So, 5 Stück müssen wir noch umbringen und... Oh, ach ja, 6 Kürbis brauchen wir noch. Leuchten unsere Kürbisse. Frage nebenbei, wart ihr zufälligerweise auch schon in dem Kinofilm Warcraft? Und wenn ja, wie habt ihr den gefunden? Ich war am Anfang, muss ich sagen, also das heißt nicht Vorurteile, etwas skeptisch, weil ich überlegt habe, naja, wenn man sich doch schon so ein bisschen auch mit der Geschichte oder in der Materie auskennt und gerade als WoW-Spieler, war ich mir nicht so ganz sicher, wie wird die Umsetzung sein. Viele Sachen, gerade so Spieleumsetzungen oder Spieleverfilmungen, sind ja meistens, naja, ich will nicht sagen gefloppt, aber sind nicht gut umgesetzt worden, fand ich. Und als es dann losging... Und ich natürlich schon diesen Murloc am Anfang gesehen habe, da war ich schon. Ich habe mich einfach gefreut, dass es diesen Murloc da drinnen auch gab. Aber alles in allem, ich fand ihn wirklich gut umgesetzt. Also ich fand wirklich auch die Spannung immer gut oben gehalten. Auch wie sie die Magie, sage ich mal, umgesetzt haben. Ich fand es sehr ja, realitätsnah, hätte ich jetzt bald gesagt. In dem Sinne, wie fandet ihr es? Fandet ihr den Film gut? Wart ihr noch nicht drin? Wollt ihr ihn euch angucken? Fandet ihr den Film ganz schlecht? Würde mich freuen, wenn ihr da auch mal euren Kommentar zu abgebt. Weil das von mir ist natürlich eine individuelle Einschätzung. Jeder sieht das ja anders, Gott sei Dank. So, stirb. Dann kann ich jetzt schon weiter. Hier die beiden Sachen habe ich fertig. Jetzt muss ich nur noch die Finsterflosse holen. Ich denke, die wird da unten am Strand sein. So, ah ja, Morlock-Bauten. Da. Ist doch schon ein kleiner. So, einmal angeleint. Nein. Doch, hab ihn. Ich dachte jetzt, mein Diener hat ihn getötet. Das wäre natürlich jetzt bitter gewesen. Zum Glück nicht. So, dann wollen wir unsere Quests mal abgeben. Finsterflosse freigegeben. Oh. Mensch. Oh, und da habe ich doch gleich nochmal eine Quest gekriegt. Das hat sich ja gelohnt. Findet die scharlachrote Gefangene. Okay. Wo ist die? Da hinten irgendwo. Laufe ich da jetzt einfach nochmal hin, gucke mir das nochmal, dass ich die finde, nehme ich das gleich mal mit. Mein Diener hin. Habe ich gar nicht gemerkt, dass mein Diener einfach weg ist. Unmöglich.
hat er sich einfach abgesetzt. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, wollen wir mal hier in die Festung rein. Scharlachrote Palisade. Ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass ich jetzt hier sowieso durch die Quest hingehen muss, hätte durch die anderen. Ich hasse das nämlich etwas, wenn man immer hin und her laufen muss. Aber naja, gut. Ich dachte, wenn wir jetzt hier schon mal in der Nähe sind, nehmen wir das gleich mit. Die scheint da oben zu sein. Die scharlachrote Gefangene. Na, sagen, will ich doch mal. So, und du da, du Wache. Und immer schön der Murloc mit. Der steht da total anteilnahmslos. Und wie ihr seht, da oben gleich wieder ein Level up. Ich freue mich. Vor allen Dingen, man arbeitet immer so auf Level 15 hin, wenn man dann endlich wieder in die Dungeons gehen kann. So. Steht auch gleich einer. Den nehmen wir auch gleich mal mit. Das Schöne an Untoten finde ich auch, dass die eine Volksfähigkeit haben, und zwar Kannibalismus. Hier, seht ihr? Dass ich könnte jetzt hier, wenn ich zu wenig Gesundheit habe oder so, könnte ich mich einfach an Leichen gütlich tun und die etwas auffuttern. Ich bin das ganz ist unsere, das ist doch unsere Lilian wieder. Sieg für Sylvanas. Der Vater hat Nachricht geschickt. Was hatte er gesagt? Oh, er verstößt sie und sie soll exekutiert werden. Ups. Hat sie wahrscheinlich nicht so erwartet, dass ihr Vater das so reagiert. Aber nun, sie ist eine Untote geworden. Okay. Gut, das haben wir auch abgegeben. Dann die ganzen Treppchen wieder runter. Und dann alles einmal abgeben. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ja doch. Einfach geradeaus. Ich bin ja nun auch eher der Hordler, sage ich mal so. Ich glaube, ich habe nur einen einzigen Charakter auf dem anderen Realm, der Allianzler ist. Ich weiß nicht wieso, aber ich fühle mich zu der Horde mehr hingezogen. Ich finde die einfach schöner. Ach hier, genau, hier findet sich schon eine Friedensblume. Aber schade, ich habe ja noch keinen Beruf erlernt. Das kommt ja erst später. Kann ich leider noch nicht mitnehmen. Aber da werden noch viele, viele Blumen unseren Weg kreuzen. Ich muss sowieso noch mal in Ruhe dann auch mal durchgucken, welche Addons ich jetzt hier wirklich alle für benutze. Zum Beispiel dieses Addon brauche ich ja überhaupt nicht für meinen Hexenmeister. Das brauche ich ja eher für den Heal immer, wenn ich mit dem Priester unterwegs bin. Weil da setze ich mir einfach auf meine Maustasten die jeweiligen Zauber und kann dann so immer gleich besser agieren, als wenn ich wirklich auf jedes einzelne Porträtbild gehen muss und dann erst die Zauber zu wirken. Das ist eine allgemeine Erleichterung.
Aber da gibt es auch ganz, ganz viele unterschiedlich. Ich weiß ja nicht, was ihr so an Addons habt, wo ihr sagt, Mensch, kann ich gar nicht mehr drauf verzichten. Dann würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen. Ja, das Gegenstandsstufe, das gibt zwar mehr Geld, aber ich nehme das einfach mal. Das ist eine höhere Gegenstandsstufe. Und wir sind wieder aufgestiegen. Ja, wegen den Addons. Ich würde mich da freuen, wenn ihr mir vielleicht auch nochmal ein paar Tipps gebt, wo ihr sagt, Mensch, da kann ich gar nicht mehr drauf verzichten. Das würde ich unbedingt dir empfehlen. Das wäre sehr schön. Weil ich weiß schließlich, weiß Gott, nicht alles. So, hier, guck mal, ich habe den Murloc-Freund mitgebracht. Ich bin nicht mehr alleine. Jibi. Jetzt freut er sich. Jetzt darf der Murloc hier bei ihm bleiben. So, wir müssen jetzt... Ach, wir dürfen sammeln. Wo denn zuerst hin? Na toll, jetzt müssen wir doch die scharlachroten Krieger töten. Ach, Schiss drauf. Jetzt müssen wir doch nochmal hinlaufen. Egal. Kriegen wir mehr Erfahrung. Hätten wir jetzt mit der anderen Quest verbinden können, aber ist nicht schlimm. Wieder durch den Bauernhof latschen. Da fällt mir wieder auf. Doch, er ist da. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn schon wieder mein Diener hin? Ich dachte, der hat sich schon wieder abgesetzt. Chillt schon wieder irgendwo eine Runde. So, hier sind die Krieger. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ach, ich hatte gerade eben von da ganz hinten. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Auch die kleinen Kupferstücke werden mal großes Geld, ne? Also alles looten, was zu looten ist. Na gut, hier in der Nähe ist jetzt auch gleich, wo ich die salzigen Seegurken auch noch herholen muss. Also es ist jetzt nicht unbedingt so schlimm. Ist kein verlorener Weg, den ich hier gegangen bin. Jawohl, noch 6 Stück. Komm her. Und hier gleich, 2 auf einmal. Dort ich den einen und stelle den anderen auf. Na, wo verstecken sie sich denn hier? Komm her, du auch. Du sollst natürlich auch ins Spiel dürfen. So, hier hinten versteckt sich noch jemand und dann noch einer. Und dann habe ich das doch auch schon wieder fertig. Dann kann ich gleich mal sammeln gehen. Der ist tot, bevor er hier ankommt. Nee, da habe ich mich verschätzt. Ich dachte, er stirbt, bevor er jetzt hier herkommt. So, einmal ein Schwenk nach links. Dann wollen wir hier unten... Oh, hier ist auch schon eins. Super.